Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir wieder ein neues Video und zwar wieder mal etwas, was auf Baby bezogen ist und heute gibt es von mir den Mama Tag. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen und ja, mir ist spontan jetzt kein besserer Name eingefallen, deswegen, falls euch was Besseres einfällt, schreibt es bitte in die Kommentare. Und ja, es sind insgesamt 5 Fragen, die ich euch dann auch natürlich in der Infobox schreiben werde, für die, die dann mitmachen möchten. So. Und die Frage Nummer 1 ist, gab es schon mal eine Situation, in der dein Baby etwas getan hat, das dir peinlich war? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich kenne es halt so, man sieht ja ab und zu mal Sachen, die andere Kinder machen, die peinlich sein könnten. Aber bis jetzt ist mir das noch nicht passiert. Und ich denke auch nicht, dass das mir so peinlich wäre. Beziehungsweise sagen wir mal so. Wenn der Kleine etwas tun würde, was vielleicht anderen sehr peinlich wäre, würde es mir nicht so extrem peinlich sein, weil ich das Ganze dann wieder mit Humor sehen würde. Denke ich zumindest. Ja. Frage Nummer 2. Ist es dir unangenehm, wenn dein Baby in der Öffentlichkeit schreit oder weint? Nein, gar nicht. Es ist auch bis jetzt nur einmal passiert, aber mir ist es ganz unangenehm. Mir ist es nämlich egal, weil... Klar, die Leute gucken dann dumm oder so, aber dann ist es mir auch Wurst, weil ich mir denke, die haben keine Ahnung. Und dann juckt das Ganze mich auch gar nicht, ne? Also mich interessiert es nicht, nein. Hat dein Baby dir schon mal angepinkelt oder mehr? Nein, mich hat er nur angepinkelt und zwar 2-mal bis jetzt. Aber dafür den Papa ganz oft. Also ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn der Papi den Alessandro wechselt, dann... kriegt dann eine Ladung Pipi ab. Ja, ich habe das Glück, dass es nur 2-mal passiert ist. Frage Nummer 4. Hat dein Baby schon mal jemanden angekotzt, außer dich und seinen Papa? Also außer mich und... also den Papa halt. So. Versteht ihr, was ich meine? Also außer Mama und Papa jetzt. Ja, hat er. Er hat meine Mama angekotzt schon. Er hat meine beiden Geschwister schon angekotzt. Er hat meinen Papa angekotzt. Und er hat meine Freundin angekotzt. Und du weißt Bescheid, das war total lustig und ja, ich lache immer noch drüber. Ja, Frage Nummer 5. Ekelst du dich manchmal vor bestimmten Sachen, zum Beispiel eine richtig volle Windel oder so, halt sowas, wenn man Windel wechselt und die ist extrem voll oder stinkt mal anders oder extremer, sagen wir mal so. Bei mir ist das so, generell ekel ich mich nicht und ich habe auch irgendwie nie einen Würgereiz oder sonst irgendwas. Aber es gibt Tage, ich weiß nicht warum, aber es gibt Tage, wo ich einfach, keine Ahnung, schon einen Würgereiz kriege, aber nicht weil es jetzt extrem schlimm war oder so, sondern keine Ahnung, ich weiß nicht woran es liegt. Es ist wirklich so, dass es sehr selten vorkommt. Aber das dann auch keinen bestimmten Grund hat. Also es ist dann nie, dass es irgendwie anders stinkt oder so oder extrem oder sonst irgendwas. Das kommt dann, keine Ahnung, automatisch, weil ich vielleicht dann in dem Moment mehr daran denke oder so. Aber es ist selten so, dass ich mich so krass ekel oder so. Also ich ekel mich kaum, es ist mein Kind und es ist normal. Aber es gibt halt Situationen manchmal, wo ich nicht weiß warum, aber ich kriege dann Würgereiz. Es ist nicht... Dieses Ekeln ist nicht direkt da, wo ich sage so, ich will es nicht anfassen oder so, also ich will ihn nicht sauber machen oder so, sondern erst danach, also wenn ich dann die Windel schon gewechselt habe oder so und ich die dann wegschmeiße und ich habe die in der Hand, dann kommt immer dieser Würgereiz, aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, total komisch. Auf jeden Fall war das der Mama-Tag. Auf jeden Fall bitte schreibt mir irgendwelche, keine Ahnung, Beispiele, irgendwelche Namen, wie ich diesen Tag anders nennen kann. Ich tagge an dieser Stelle BenBärTV, also die Anna. Dann tagge ich noch die Anne Miostone, also die Anne. Und ja, ansonsten jeden, der Lust drauf hat. Und ich hoffe sehr, dass ihr zwei mitmacht. Würde mich interessieren. Und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn die, die mitmachen, noch 1 oder 2 Fragen dazu geben. Also am Ende des Videos dann noch eine Frage dazu stellen. Und ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss und bis dann.